Hallo zusammen, ich bin Desi Obiang. Ich komme aus Gabun. Ich lebe in Deutschland seit 2007. Ich habe Elektrotechnik hier studiert. Ich bin heute Mama von zwei Söhnen. Ich bin verheiratet und ich habe meine eigene Marke in Make-up-Branche begründet. Und die Marke heißt Desi Kosmetik. Desi Kosmetik hat momentan eine ganze Kollektion von Lippenstift, matte Lippenstift. Ich habe momentan Lipcreme und Lip Liner. Das sind die drei Produkte, die ich momentan verkaufe. Und ich hoffe, ich werde mich weiterentwickeln und in andere Branchen. Heute sind wir da, um einen Workshop zu präsentieren. Wie kann man ein Lipstick perfekt und richtig auftragen? Also, wie kann ich meine Lippen schön und sauber schminken? Jetzt, bevor ich mich schminke, werde ich erstmal ein Lipcreme oder eine Pflege auf meine Lippe tragen. So. Um ein bisschen Feuchtigkeit zu bekommen. Wallo, ich bin wieder da. Ich bin schon fertig mit Schminken. Es bleibt nur mein Mund. Und das werde ich mit euch machen. Das ist das Thema unserer Workshop heute. Also, ich habe zwei Themen vorbereitet. Erstmal, wie kann man so eine Nude Lippen bekommen? Und zweites Mal werden wir das mit Farbe machen. Also, bleiben Sie dran. Ich mache. Ja, jetzt werden wir mit unserer Workshop anfangen. Erstes Thema, wie bekommt man diese schöne Nude auf unsere Lippen? Also, dafür brauchen wir zwei Produkte. Erstmal ein Lippenstift. Das kann diese Creme sein. Ich habe jetzt eine Creme gewählt. Das ist jetzt von Desi Kosmetik. Das kann matt sein. Er kann auch gloss sein. Das ist kein Thema. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, dieses Produkt sollte in dieser Nude-Farbe sein. Nude hier bedeutet wie eine Farbe wie unsere Hautfarbe oder eine Farbe rum unsere Hautfarbe. Das wäre jetzt Nude für uns. Zweiter Produkt wäre jetzt eine Lip Liner. Und der Lip Liner sollte ein bisschen dunkler als unsere Creme oder unsere Gloss. Jetzt habe ich für diese Braun entschieden. Wie ihr seht, das ist jetzt ein bisschen dunkler als meine Haut und das wäre jetzt der perfekte Lip Liner für diese Nude. Jetzt zu viel gesprochen. Wir wollen jetzt gucken, wie das richtig geht. Mit meinem Lip Liner werde ich erstmal meine Lippen umranden. Ich fange erstmal hier. Hier mache ich erstmal so ein Kreuz. So. Ich mache erstmal so ein Kreuz und dann mache ich weiter um meine Lippen. Ja, so. Was ich jetzt machen werde, ist jetzt meinen Winkel hier zu bearbeiten, ja?
So, ich versuche jetzt meinen Mund ein bisschen so nach vorne zu ziehen. Ja. Jetzt ist so, wir wollen nicht diese perfekte Linie haben. Deswegen werde ich ein bisschen anblenden. Von außen nach innen. Jetzt sieht das so und jetzt richtig. So, jetzt habe ich versucht, diese perfekte Linie zu blenden und ja. Jetzt werden wir unsere Lipcreme tragen. Erstmal unten. Also, für mich reicht das jetzt, aber man kann weitermachen, bis man zufrieden ist. Aber für mich reicht das schon mal so. Und das wäre jetzt diesen Nude-Effekt, ja. Ja, ich bin wieder da, mein Mund ist wieder frei, ich hab die wieder sauber gemacht und ein bisschen Feuchtigkeit gebracht. Jetzt bin ich bereit, meinen Workshop mit euch zu führen. Ja, ich wollte euch jetzt zeigen, wie kann man ein Liquid Lipstick richtig und perfekt auftragen. Ja, für diesen Teil werden wir eine Liquid Matte Lipstick benutzen mit einem Lip Liner. Ich habe für beide diese rosa Ton gewählt, also selbe Farbe, weil ich hier mehr um Technik gehen möchte, nicht nur um Schönheit. Also ich wollte kein Ombre-Effekt oder verspielte Farbe bekommen. Ich wollte richtig diese Problematik lösen. Wie kann man ein Liquid Lipstick sauber und schön am Ende kriegen? Weil bei vielen ist das so, dass sie Liquid benutzen und das Produkt kommt raus. Ja, diese Problematik wollen wir durch diesen Workshop lösen. Ein kleiner Tipp, wenn man will, dass die Farbe richtig betont wird, ja, kann man erstmal so unsere Concealer nochmal so drauf. Das wäre erstmal, weil wir unsere Farbe richtig betonen wollen. Erste. Zweite, wir machen irgendwie nochmal sauber im Rand. Ja. Jetzt werden wir umranden.
Ja, so sieht das jetzt aus. Und jetzt werden wir unsere ganzen Lippen mit Lipliner ausfüllen. So sieht das jetzt nur mit Lipliner. Also ab jetzt kann man sagen, das reicht. Einfach so lassen oder weiter mit einem Gloss drauf. Aber wir wollen unsere Liquid Matte Lipstick benutzen. Hier ist das so, wir werden nicht direkt am Rand anfangen, weil wir schon unsere Lipliner richtig diesen Rand gezeichnet haben. Werden wir erstmal in der Mitte anfangen. So. Sieht man ja, es ist trotzdem fast ein bisschen raus. Wir nehmen immer unsere Pinsel drauf, wenn wir zum Beispiel unsere Concealer oder unsere Foundation, das nehmen wir und machen wir sauber. Wir können nochmal unsere Lipstick, Lip Liner nochmal ein bisschen drauf. Ja, das wäre jetzt unser Ergebnis.
Und bei mir ist immer so, ich will immer diese Highlights. Deswegen nehme ich nochmal meinen Highlight-Pinsel und gebe ich ein bisschen vor. Noch ein bisschen Highlight, nicht viel. Ja, so sieht das am Ende. Ja, wie gesehen, es gab keine Möglichkeit, unsere Liquid Lipstick außer zu bekommen. Ja, dank unserer Lip Liner haben wir unsere Lippen richtig gemalt. Wir haben schon unsere Lippen richtig begrenzt. Und dann werden wir unser Produkt nur in der Mitte auftragen. Wenn man merkt, ich bin noch nicht habil. Ja, mit dieser Lippenstift. Ich bin noch nicht ganz habil. Einfach Finger weg vom Rand. Nicht am Rand gehen. Einfach in der Mitte bleiben. Und alles wird ganz gut. Der Trick ist richtig Lip Liner. Das wäre der richtige Trick, um die Lippe schön und sauber am Ende zu tragen. Ich habe hier eine starke Farbe gewählt, damit man sieht, dass richtig keine raus ist. Ich wollte, dass man richtig diesen Unterschied sieht, ja, weil jetzt bei dieser Farbe ist ganz extrem, wenn das rauskommt, wird man das sofort sehen. Wie ihr seht, kann ich leider nicht diese Workshop in Live treiben, aber kein Problem. Habt ihr irgendwelche Frage, schreibt einfach eure Kommentare und ich werde sofort und direkt antworten. Ab 16:30 Uhr bin ich online bei Miss Nappy Germany, um eure Frage zu antworten. Ja, also ich wünsche euch viel Spaß weiter bei diesem tollen Event. Viel Glück an alle Kandidatinnen und wir sehen uns bei der Finale.